Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Ich begrüße euch ganz herzlich zu meinem neuen Videopodcast zum Thema das homöopathische Arzneimittel Nux Vomica. Ich möchte euch mit diesen Videos etwas neugierig machen. Neugierig machen auf Homöopathie, eure Begeisterung wecken für die Möglichkeiten einer homöopathischen Behandlung, sei es um, dass ihr vielleicht einen Kurs besucht oder euch selbst in homöopathische Behandlung gebt, oder auch, um dass diese Begeisterung, die mich vor vielen Jahren erfasst hat für die Homöopathie, dass sie nun auch euch erfassen kann. Nux Vomica. Nux Vomica ist ein großes homöopathisches Arzneimittel. Ich verordne es immer wieder gerne, einfach aus dem Grund, weil es so ein umfassendes Spektrum abdeckt und es so vielfältig in seiner Wirkung ist, um dass ich mir gedacht habe, ich würde euch gerne dieses Arzneimittel einfach einmal vorstellen. Ich selbst habe ja einen Teil meiner Ausbildung bei einem sehr bekannten Homöopathen gemacht, bei Vitulkas. Das ist einer der bekanntesten noch lebenden Homöopathen der Zeit. Und er hat immer wieder von diesen Arzneimittelbildern erzählt und seine Begeisterung kam rüber. Und so würde ich euch gerne auch an diesen Bildern teilhaben lassen. Wenn ihr euch Nux Vomica vorstellt, ein Mensch, der in einem chronischen Zustand Nux Vomica benötigt, der, ich merke gerade, ich komme ins Schmunzeln, ich würde dieses Bild euch gerne als Männerbild präsentieren, um dass ihr einfach eine gute Vorstellung bekommt. Es gibt diesen Zustand natürlich auch bei uns Frauen. Das bedeutet, bleibt nicht so sehr verhaftet in diesem Männerbild, aber um so eine Idee von der Essenz dieses Arzneimittels zu bekommen, ist es einfach sehr wertvoll. Man sagt, Nux Vomica ist ein großes Managermittel. Nun stellt euch so einen Manager vor. Unheimlich ehrgeizig, sehr, sehr arbeitsam. Stellt euch dieses Bild vor, er sitzt an seinem Rechner, auf der einen Hand das eine Telefon, an der anderen Hand das andere Telefon und schaut gleich auf die Uhr, wann der nächste Termin beginnt und der Kaffee steht da, es ist der fünfte an diesem Tag und er weiß genau, heute Abend wird es wieder spät und diesen ganzen Druck kann er nur aushalten, wenn er einfach heute Abend drei große Bier trinkt. Und das ist so die Kernidee dieses Mittels. Extrem ehrgeizig, sehr, sehr arbeitswütig. Die schuften wirklich bis zum Umfallen. Mittlerweile durch diesen ganzen Druck, in den die so geraten sind, sind die sehr, sehr reizbar. Ihr müsst euch vorstellen, das sind Menschen, da wischt vielleicht jemand seinen Schreibtisch und legt den Bleistift quer hin statt gerade. Und da können die wirklich ausrasten. Ja, das ist denen, die ziehen sich so an Kleinigkeiten hoch, dass denen das wirklich, dieser schräg hingelegte Bleistift, dass das nur wirklich ein großes Thema ist für die. Als Außenstehende denkt man, steht man dabei und denkt, was hat er denn jetzt? Ja, aber für Nux Vomica ist das wirklich sehr, sehr wichtig. Die sind so reizbar mittlerweile durch diesen Druck, den sie jahrelang jetzt aufgebaut haben, unter dem sie stehen, dass man das Gefühl hat manchmal, jetzt gleich kriegen die Nerven zusammenbauen. Die haben ein großes Verlangen nach Aufputschmitteln. Sei es Kaffee, sei es Tee, sei es Zigaretten, sei es das Gläschen Alkohol, was am Abend dringend nötig ist, um dass sie zur Ruhe kommen, sei es, dass sie mittlerweile kokainabhängig sind. Das heißt, da ist ein unheimlich großes Spektrum an Ablenkung, um diesem Druck zu entfliehen. Wenn die was essen, dann essen die richtig scharf gewürzt. Ja, also alles viel Reiz und gleichzeitig sind sie so reizbar. Das heißt, die sind unheimlich geräuschempfindlich, unheimlich lichtempfindlich, unheimlich berührungssensibel. Und all das ist ein Zustand, der sich über die Monate immer weiter verschlechtert. Abends kommen die kaum zur Ruhe. Die können zwar gut einschlafen, sag ich mal, aber die werden nachts meistens so zwischen 3 und 4 wach. Und dann, wenn sie wach sind, dann grübeln sie. Grübeln sie über die Sorgen des Tages, der gestern war, grübeln über die Sorgen des Tages, der morgen kommen wird. Das heißt, dieser Druck, irgendwann war es mal Arbeitsfreude, dann Arbeitswut und mittlerweile ist es ein Zustand, der völlig kollabiert ist. Die bekommen sehr, sehr viele Symptome. Magenschmerzen, Kopfschmerzen, es ist ein großes Heuschnupfenmittel. Das heißt, der Körper zahlt die Rechnung. Jetzt zur Frage, wann könnt ihr akut das homöopathische Arzneimittel Nux Vomica verwenden?
Ein großes Beispiel, was ich euch nennen möchte, ist, es ist ein Weihnachtsmittel. Stellt euch einfach vor, ihr habt an Weihnachten viel zu viel gegessen und alles durcheinander gegessen und jetzt habt ihr so einen Bauch. Ihr wisst genau, wenn ihr nur brechen könntet, dann würde es euch besser gehen, aber es geht nicht. Es ist alles zu eng und euch ist richtig schlecht vom zu vielen Essen. Dann kann euch Nux Vomica gute Dienste leisten. Eine weitere Sache, die ich euch noch vorstellen möchte, um euch so eine kleine Idee von dieser hohen Wirkweise dieses Arzneimittels zu geben, zu dieser hohen Einsatzbreite, ist, wenn ihr einen Kater habt. Ich hatte gesagt, Nux Vomica trinkt gerne mal ein Gläschen über den Durst. Vielleicht kennt ihr das. Ihr seid eingeladen bei einer Feier und wisst genau, das Gläschen, das letzte Gläschen, das war etwas zu viel. Und das ist jetzt ein Zustand, morgens habt ihr einen dicken Kater, es liegt euch schwer im Magen alles, ihr wollt nichts essen, ihr seid geräuschempfindlich, ihr seid lichtempfindlich. Dann denkt doch noch einmal an Nux Vomica. Es wird euch mit Sicherheit gute Dienste leisten. So viel in aller Kürze zu dem homöopathischen Arzneimittel. Wenn ihr mehr darüber wissen wollt, könnt ihr mich gerne ansprechen. Ansonsten bedanke ich mich für euer Interesse und wünsche euch eine schöne Zeit. Bis bald.